Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raft Mängel, mich verfolgt ein Bär. Mein Speer ist kaputt. Leute, abonniert beide Kanäle, um zukünftig keine neuen Folgen von Raft mehr zu verpassen. Es ist gerade ein bisschen dunkel. Mängel, ich muss von der Klippe springen. Dann mach's. Okay. Da passiert schon nichts. Geronimo! Ach da, hallo, ich hab dich gesehen. Jetzt bist du sogar früher Hallo. Da als ich. Leute, in der letzten Folge haben wir den Handelsposten so ein bisschen entdeckt und festgestellt, dass wir uns eigentlich nicht wirklich was leisten können. Und wir haben diese tollen Maschinen gebaut. Ich will super gerne jetzt mal das mit dem Angeln gleich testen. Ja, auf jeden Fall. Weil mit diesen Angelködern kann man seltene Fische fangen und dann kann man den Handelsposten hochleveln, ja, was scheinbar sehr, sehr essentiell ist. Denn so kommt man vermutlich... Manuel! Hier, ja, wollte dir nur deine Angel geben. Dankeschön. Gute Nacht! Aus dem Regen. Ist mir egal. Hauptsache das gute Bett. Nein, es klingelt. Wir müssen kurz Pause machen, bis später. Mann. So, da sind wir wieder. Hey. Bei Manuel hat zwar kurz ein bisschen Ausnahmezustand. So. Dann hast du denn jetzt... Aber warte, Köder? Weißt du was? Ja, ich brauche einen Köder. Weißt du was? Was denn? Ich muss dafür jetzt eine Hose anziehen und ein T-Shirt. Weil Menschen in deiner Wohnung waren? Ja. Wäre aber geil gewesen, hättest du es einfach durchgezogen und so die Wohnung aufgemacht. Ja. Keine Sorge übrigens, wir werden definitiv noch nach Temperanze reisen. Aber wir wollen natürlich jetzt hier auch das komplette Update ein bisschen erkunden oder was in letzter Zeit alles so passiert ist. Ja. Und dazu gehört es eben auch... Köder. Ja. Ich werde zwischen den Folgen auch ein bisschen angeln. Weil sonst, also wie soll das ablaufen sonst? Wir können jetzt hier nicht 4 Folgen irgendwie angeln. Aber wahrscheinlich mehr. Ja, aber ich will's mal trotzdem ausprobieren. Oh Gott, der Hai kommt! Ja, klar, ausprobieren definitiv. Ja! Ich habe einen Netzknabberer. Was hast du? Netzknabberer. Weil ich werde mal alle ausbübbeln. Wie geht das denn mit der Angel? Also, das ist ganz einfach. Du machst Rechtsklick, wählst den Köder aus und dann wirfst du die Angel einfach bis zu dem Zeitpunkt, wo sich das Ding bewegt. Und dann ziehst du das einfach wieder ein. Also ist jetzt auch kein Minispiel oder so. Zack, jetzt habe ich den scharfer Karpfen. Oh, was war das? Das war auch ein Karpfen. Warte, wann zieh ich es ein? Wenn es wackelt, wie bei Minecraft. Das wie bei du. World of Warcraft. Ah. Da, zack. Netzknabberer. Oh ja, ich frage mich auch, ob es sozusagen umso schneller man zieht. Das könnte man mal ausprobieren. Wenn ich jetzt, weißt du, so ein bisschen Reaktionsspiel. Das glaube ich aber nicht. Glaubst du nicht? Nee. Glaubst du, es ist einfach immer nur random? Ja, denk schon. Scharfer Karpfen. Das Problem ist aber, wir wissen jetzt nicht, was dafür benötigt wird, oder? Wie, was dafür benötigt wird? Na, ich glaub, für den Handelsposten. Ich glaube, die tauschen wir jetzt einfach Na, gleich. Aber alles, jede Fischsorte? Ich glaube schon. Also den Netzknabberer habe ich schon gesehen. Ach so. Also der ist auf jeden Fall tauschbar, glaube ich. Ach, und einmal angeln bedeutet einmal Köder weg? Ja, natürlich. Was hast du denn erwartet? Ich dachte, der hält ein bisschen. Oh, roher Buntarsch. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so toll. Aber bald sind, einfach alle Fische. Wir das sind die alten. Ja. Der Buntarsch. Die kenne ich noch. Ja, ich glaube, weil du keine Köder mehr hast. Oh, ja, das kann sein. Ja, ist auch korrekt. Haben wir noch welche? Dann brat bitte mal den Buntarsch. Sekunde, ja, kann ich dir geben? Wir haben ja einen wunderbaren Elektrogrill. Ja. Einmal der Buntarsch und einmal den Hering. Oh. Hast du jetzt noch Köder? Ja, Sekunde, einmal nur zieh noch, wenn es jetzt wackelt. Da zieht er, ja, nimm mal für alle. 8 Stück habe ich noch. Mehr haben wir gar nicht. Richtig krass. Ich werde jetzt noch 2-mal angeln und dann gehe ich nach oben. Okay. Aber ich komme da mit, ne? Du darfst mitkommen, aber nur ausnahmsweise. Okay, ja nett. Manche Menschen will noch irre sagen. Ja, ich nicht. Hä? Ach so, ich habe wieder den Dingens nicht. Okay. Kleiner Schlawiner, ne? Ja, ich bin manchmal ein bisschen dumm, aber auch ein bisschen schlau. Für mich ein bisschen wie ein Eichel. Sag mal, hä? Ich wähle doch den aus! Ja, draufklicken nochmal. Also fand ich auch ein bisschen komisch. Auch doch ein bisschen dumm. Aber hast du es dann Ja doch, klar, beim ersten Mal musst du es ja richtig gemacht haben. Yeah. Ich habe immer nur die Namen vorgelesen, die man fischen kann. Ja, Netzknabberer. Jetzt trinkt der schon wieder Ich habe einen Kaffee getrunken. Hä, was ist denn daran so schlimm? Hier, ASMR.
Ich komme aus dem Meer, beständig aus nervigen lauten Geräuschen. Doch. So, jetzt laufe ich mit meinem Netzknabberer den scharfen Karpfen. Hallo, wie nenne ich dich? Du bist ein... Manuel, bist Larry. Ne? Ach Larry. So. Larry, der Megalodon. Larry, der Dicke. Okay. Ja, oh, das ist ein ordentlicher, essen. Dicker Braten, ne? Ja, hallo. Der hat ein... Da bin ich mit dem Messer hinter dir. Oh. Weil du gerne den Fisch filetieren möchtest? Ja. Ich habe selber aber auch 10 Stück in meiner Hose. Hier, Netzknobel. Ja. Ein scharfer, keine Ahnung was, hab nicht gesehen. Und eine Schimmerkanäle. Oh, die Schimmer... Oh, ah, die ist seltener, glaube ich. Ja, na, aber die Schimmerkanäle war ganz oben. Ach so, also doch nicht. Ja, ich dachte, war Schimmer? Weiß nicht. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht hundertprozentig erinnern. Oh, oh. Oh du nein. Du musst mal rein. Ja, ja, mach ich. Und jetzt! Pau! Piu. Schläft, er ist tot. Oh. Er schläft, meine ich. Ah ja, dachte ich mir heute. Während der schläft. Ich er schon weg. So, hallo, guten Tag. Verkaufen. Ah ja, wir können tatsächlich hier eine Handelsmünze. Ja, die sind alle tatsächlich gleich viel wert. Ich guck mal. Oh ja, es gibt auch, die anderen sind sogar noch mehr wert. Die geben dann 100 Ansehen. Der Regenbogen. Mhm. Aber ich verkaufe sie jetzt ja, mal alle. Ja, aber die bekommen wir dann wahrscheinlich durch die anderen Köder. Ah, ja, das macht Sinn. So, ich habe alle verkauft. Ja, halbes Level. Ja. Heißt, wir müssen dasselbe nochmal machen und dann wären wir bei T2 und könnten die nächsten Köder kaufen. Ah, ja. Und so geht das dann immer so weiter. Das System gefällt mir. Das muss ich auch sagen. Wieder. Oh nein. Was denn? Was ist da? Wer denkt sich das denn aus? Was klick denn? Mal an, drück mal ja. I, geh mal ja. auf Kaufen, Rang 1, scroll nach ganz oben, klick den Köder an und guck mal, was da steht. Oh. Ich habe ja 8 Müllwürfel dabei, ich kann gar nicht mehr als das kaufen, was wir eben gekauft haben. Ja, dann müssen, ja, wir, was das denn? Dann müssen wir zu einer anderen Insel, ja. wo die dann wieder vorrätig genau. sind. Ja, aber das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Gib mir mal deine Handelsmünzen. Okay. Warum? Was willst du kaufen? Etwas Wichtiges. Nein. Und ich möchte auch nicht darüber reden, dass das nicht wichtig ist, okay? Du kaufst Chilis. Richtig. Hier. Das ist meine. Oh nein, das kann man hin. Nein. Was denn? Ja, ich werde dir nicht sagen, wir müssen nach. Jetzt kriegt schon wieder einer. Lol. Warte, ich mach. Ach ja, 20 Pakete sehe ich da gerade. Das sind die Katzensachen. Ja. Wie lange dauert das, das alles reinzuziehen? Nicht lang. Ich laufe noch, der baue ihn nicht, ich beobachte ihn gerade. Ja, spring hier rein. Von der Klippe. Ja, mache ich. Ich spring auch von der Klippe. Ich spring von der Klauenbär. Ich okay. spring von der Klippe in dein Ich fang dich! Ich fang dich! Hui, haha, ich fang dich! Ja, guck schön, bevor er kommt. Ich glaube, der ist jetzt gleich da. Yeah. Hast Hallo? Du eine Tröte gekauft? Wo bist du? Ja, hier. Oh Mann. Die war teuer. Ja, ich kann sie den Planken einfüllen. Ich bin mal weg. Sekunde. Ja, mach ich. Nee, mach ich eben nicht. Mach das. Ja, mach ich. Der kann mich mal. Guck, jetzt ist er nämlich weg. Was ich nämlich machen werde, wir fahren jetzt endlich mal weiter. So, Kapitän Paletto fährt jetzt nämlich los. Ich bin nämlich auch Kapitän zur See. Oh, das ist natürlich... Ah ja, wir müssen hier längs. Hä? Wir fahren nicht. Oh, jetzt habe ich die Motoren. Ah, guck mal, jetzt habe ich die Motoren gestartet. Und jetzt müssen wir dann nur die 1000 Meter in die Richtung. Ja, sehr gut. Ist Manuel auf unserem Boot? Ja, Manuel ist auf dem Boot. Das wäre geil gewesen, wenn er plötzlich weg wäre. So, eingegrillten Buntarsch und eingegarter Hering. Sehr gut. So, wir sind scheinbar nicht ganz so schnell. Was wir auch mal machen müssten, ist eigentlich hier viel mehr Sammelnetze holen. Weil wir brauchen jetzt ja durch diesen Schrott, da kann man coolen Kram mitmachen. Oh Mann, ey. Ja, sehr gut. Hat sich richtig gelohnt. Hallo. Hallo, Manuel. Wir fahren Oh Gott, ich bin runtergefallen. Was machen wir? Wir fahren. Was? Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich auch nicht. Oh, was war das? Nix. Du hast doch gerade gerülpst. Ich hab gerülpst. Ja. Ich hab nicht gerülpst.
Doch. Nee, die Leute, das hören die Leute. Ja, aber total. So, warte, den schnapp ich mir. Whoop. Sehr gut. Kann ich ja hier direkt reinwerfen. Ja, cool. Aber dann haben wir das System von den Handelsposten durchschaut. Ja. Oh, eine rohe Seebrasse. Aber hast du da bei T3 irgendwas super Relevantes gesehen? An Sachen, die man kaufen kann? Das ist alles klar. Warte, hier? Weiß ich nicht. Also nicht. Alter, ja, ich auch nicht. Ach, sorry, warte, warte. Oh. Nein, er wird krank. Oh, das war richtig sahnig gerade. Echt? Oh. So, ein bisschen einsammeln. 500 Meter voraus! Eine Insel! Eine Insel, 500 Meter! Was ist hier links? Nicht ablenken lassen. Ja, aber hier links ist irgendwas. Geht's den Tieren noch gut? Ja, denen geht's richtig gut. Mir geht's wirklich gut. Boah, wie lange die fortgeschrittene Batterie hält. Ui. Oh, die ist richtig mal. Was ist das? Die Insel oder was? Ist das eine. Ist das eine Eisscholle hier links? Ja. Wir sind in einem Eisgebiet. Wir sind in der Antarktis. Männchen, und wir müssen was für unsere kleinen Füßis machen. Ja, hallo, wir sind die Neuen. Hallo, Vorsicht, Benjamin, Eisscholle voraus. Eisscholle voraus. Du musst lenken. Ich lenk. Lenk nach rechts, nach rechts. Nein. Ach, das war das Falsche. Was singt denn Celine Dion? Das war every night in my dreams. My heart will... Go on. Okay, ich merke schon, dass du das Lied noch nie gehört. Ja, du musst jetzt hier links. Ja, du stehst doch daneben. Was für links? Da können wir doch nicht so hin. Doch, wir müssen hier parken oder müssen wir wahrscheinlich über die Eisschollen springen. Ja, aber sowas von hundertprozentig. Aber, meine Damen und Herren, das machen wir beim nächsten Mal. Leute, das war's mit der heutigen Folge von Raft zusammen mit German Let's Play. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auch morgen, schaltet wieder ein, weil wir wechseln uns ab mit den Folgen. Morgen bei Manuel, die nächste nicht verpassen. Kottbruder.de für den geilen, saftigen Kottbruder-Podcast von mir und Manuel. Und jetzt sage ich Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been one. You have been one for me.